Und ja, aber gelaufen. Also herzlich willkommen zurück zu MyTest. Minecraft. Mein Klon. So. Genau. So. Was? Na komm. So, ruf damit ihr. Eugene. Gehen wir mal schlafen. Wunderschönen guten Morgen. Hab ich gut gefickt, deine Oma selber. Der ist da irgendwo. Wahrscheinlich unter uns. Stimmt, wir werden ja hier ein Loch gelassen. Wir haben Geister im Keller. Du kommst du mal mit. Danke, dass du natürlich wieder. So, mit dem Raum soll fertig genug sein. Oder machen wir mal wieder zu hier. So. Scheiß Zombies hier, ey. Vor allem, dass sie halt nichts mehr droppen, also außer natürlich Fleisch, nichts mehr droppen, das ist so scheiße. Warum machen die das nicht mehr? Wie sollen wir denn jetzt bitte schön an Zeugs rankommen? Gut, wir schauen uns mal unser Pferd und gehen mal in die Richtung da hinten. Ich weiß nicht, ob es weitergeht, glaube ja. Oder ob da einfach nur noch Wasser kam. Ich will scheiß Mori mit Kartoffeln haben, das geht doch gar nicht. Können wir hier nicht auf halber Flur aufgeben? Weg mit dem Scheiß. So, mein liebes Fohlen. Ja, danke dafür. Ich wollte eigentlich aufmachen. Du. Danke. So. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Ich schätze mal, dieses Pferd hat mit Glück nicht viel zu tun. Ach, siehst du, genau hier vorne kam. Ach, dann war das die. Ach, guck mal an. Dann war das die Wüste und gar nicht da hinten die Wüste, wo wir letztens waren. Das würde auch erklären, warum wir aus der von da vorne kamen. Ach du Scheiße, das heißt natürlich auch, dass wir hier in der Richtung denn nichts finden werden. Nein, ich will nicht rein, ich wollte nur gucken. Ich gehe da schon wieder rein, Alter. Gut, das heißt, in die Richtung, da ist Wüste. Und da haben wir auch nichts gefunden, da waren wir also schon. Dann gehen wir mal straight in diese Richtung. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Halt, aus welcher Richtung kommt jetzt die Sonne? Die Sonne kommt, genau, die Sonne kommt von, ah nee, Wolken. Die Wolken kommen von da. Also sowohl die Sonne als auch die Wolken kommen von da. Das heißt, wenn wir zurückgehen, müssen wir so laufen, dass die Wolken von rechts kommen. Easy. Da komme ich irgendwie wohl günstig rauf. Ja. Nein. Ja, perfekt. Ein bisschen Feincheating. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was finden in dieser Gegend. In diese Richtung. Da sehe ich schon mal ein paar Löcher, aber halt. Mal stehen hier. Da habe ich gerade was gesehen. Ne, nein. Oh.
Da brauchen wir wohl wieder Lava Man, ne? Gut, aber ansonsten. Ach, jetzt kommen wir mal. Genau, geht schon in die richtige Richtung. Weiter hier hoch, hier, perfekt. Moment mal, hier waren wir auch schon, oder? Doch, da sind wir einfach also sogar so gelaufen. Schau mal, na guck. Hallo? Was ist mit dir los, du Gaul, Alter? Gauland. Frage ist, kommen wir denn hier überhaupt lang? Nee. Komme ich hier gerade in Teufels Küche? So, gehen wir mal hier außen rum. So. Perfekt. Und hier kommt jetzt wieder Dschungel. Doch, hier waren wir schon. Ja, ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Gut. Dann gehen wir mal jetzt nach links und gucken mal, wo wir hier hinkommen. Ankommen. Wegkommen. Ja, hier waren wir noch nicht. Der Mäppchen fängt wieder an zu laden. Holla die Waldfee. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben wir Glück und finden halt. Boah, alter Mädel, bremst du mal. Finde jetzt sogar was. Stopp. So. Bitte, wie gehen wir da hinten hin? Nein, was immer du vorhast, vergiss es mir, wir gehen nach da. Ja, also lauf. Boah, diese Stuten heutzutage. Wobei, wenn wir jetzt einfach nur straight in die Richtung gehen, kommen wir einfach auf die Wüste zu, drauf zu. Aber das bringt ja auch nichts. Wir müssen also weiterhin in die Richtung hier gehen. Weil bei der Wüste gibt es nichts zu holen, außer Sand. Ganz ehrlich, Sand haben wir schon mehr als genug. Das ist ja gut jetzt. Beruhig dich mal. Genau, gehen wir mal runter. So, schön vorsichtig. Digga, das war. Oh, Alter. Kapier doch. Bist fies. Wenn du keinen Namenstag annimmst und man dich nirgendwo anbinden kann. Hallo? Oh, lauf. Ich sterbe noch. So. Halt. Boah, Alter. Hallo, hallo. Geh mal hier auf. Geh mal hier auf. Nee, bringt nichts. Dann gehen wir hier auf den Baum rauf. Halt, stopp. Nicht so schnell, nicht so schnell. Nicht so schnell, meine Kleine. So, dann gehen wir hier direkt ins Wasser. Geronimo, platsch. Vielleicht haben wir hier was. Wo ist die Sonne? Oh, die Sonne ist mitten am Horizont. Ich könnte also nicht mal allzu viel Zeit. Hallo? Wo? Wo bist du gerade gegengeschlagen? Ja, kannst du mir das mal sagen? Ach, schnauze jetzt hier. Verpiss dich. Bist frei, ich lasse dich. Hier geht's wieder runter. Ich will jetzt aber nicht wieder irgendwelche random Höhlen erkunden, sondern speziell nach Dungeons Ausschau halten. Ja, das wird Träumchen. Scheiß Gaul, du. Weiter unten. Bist Viech. So, haben wir hier irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Okay, wir gehen mal hier oben lang.
Halt, wo denn jetzt überhaupt? Ach doch, da, genau. Lauf doch mal. Och, Mädchenskinder, hier, das ist ja schlimmer als bei der Fahrschule. So. Okay, dann ist auch Wüste, ist aber nicht unsere Wüste, sondern ja, eine andere Wüste. So, was hier unten? Ne, nichts. Gar nichts. So, guck mal hier. Schnauze. Gucken wir mal hier unten lang. Wir gehen einfach mal Richtung Wüste. Wir dürfen uns jetzt halt noch nicht so viel Zeit lassen, weil die Sonne ist halt hart am Untergehen. Das heißt, wir müssen noch bald die Beine in die Hand nehmen. Oh, sieht schon hübsch aus. Fährt dann einfach weiter. Oh Gott, ist das herrlich. Oh Mann, Alter, wir müssen wirklich halt mal richtig ausgedehnten Spaziergang machen und für eine Richtung und dann nie wiederkommen. Pyramide sehe ich hier auch keine, irgendwie, dass man da mal noch mal ein paar Kisten hat oder so. Ist schon alles nicht so nett. Na gut, ich würde sagen, guck mal, in welche Richtung die Wolken gehen. In die Richtung. Und dann würden wir mal den Schwanz in die Hand nehmen. Was zur Hölle? Und dann, hallo. Boah, Alter, da. Musste gerade hier erstmal den Gang einlegen, was ist denn hier los? Ne, wir gehen mal in die Richtung. Guck mal, da kommen wir straight da drauf zu. Kommt jetzt irgendwie Wasser oder sowas? Ne, ne? Och Mädel, jetzt geh doch mal rauf, bitte. Na los. Dort kommt Wasser. Gut, das heißt, das wird nichts. Dann gehen wir hier oben rauf. Ja, das wird wunderbar. Halt! Kommen wir runter? Doch, wir kommen runter. Immer schön vorsichtig sein, Mädel. Du bist die so leicht die Beine bricht. Und jetzt einfach geradeaus. Du wirst mal direkt auf unser schönes kleines idyllisches Heim drauf zulaufen. Also man merkt auf jeden Fall, mit Pferden rumreiten ist an sich zwar funktionabel, aber wenn man in Gebiete langläuft, die halt noch nicht erkundet sind und die Map ist halt komplett neu, das heißt, immer wenn wir irgendwo hinlaufen, wo wir vorher noch nicht waren, dann ist an der Stelle auch die Map noch nicht generiert. Das heißt, die Map muss erstmal generiert werden.
Und gerade dann wird es halt wirklich unschön mit dem Pferd. Das heißt, wir können mit dem Pferd nur in Regionen rumlaufen, wo wir bereits waren. Na gut. Boah, Alter. Nein, nicht reinfallen. Wo geht's denn jetzt hier lang? Da. Kommen wir rauf? Jawohl, wir kommen hier rauf. Sehr schön. Hallo? Block doch mal, Mädel. Was ist los mit dir? Da geht's hoch. Warum gehst du nicht hoch? Oh, ernsthaft jetzt? Ach nö, nö, nö. Das ist doch. Okay, Fett hat sich festgefahren. Was machen wir jetzt am dümmsten? Das Pferd müsste locker raufkommen. Ach, leck mich doch am Arsch. Alter, diese. Danke. Ruf da. So, da vorne ist die Wüste. Das heißt, wir sind vielleicht vor Mitternacht wieder zu Hause. Hallo? Was war? Alter! Willst du dich hier ver... Wo sind wir jetzt? Och, nee. Ja, keine Ahnung, wo wir sind. Das heißt, wir laufen einfach irgendwo lang. Funktioniert meistens. Tja, das war's dann wohl mit unserem vor Mitternacht zu Hause sein. Staus jetzt hier. So. Die Wolken gehen in die Richtung. Wir müssen also in die Richtung laufen. Wo sind wir jetzt gerade abgebogen? Wo sind wir jetzt überhaupt? Waren wir nicht gerade noch bei uns wunderbar im Wa. Och komm, ey, das gibt's doch gar nicht. Ab nach oben, damit man sich wieder orientieren kann. Ja, Schnauze jetzt hier. Gott, dieses Gaul, das macht. Los, rauf mit dir. Ja, weiter, 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 weiter. Einfach laufen, immer weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wie sind wir hierher gekommen? Ja, stopp doch. Das wirst du mir großen Gefallen tun. Ja. Gerade eben waren wir noch im Wald und jetzt sind wir mitten in der Wüste. Und ich habe keine Ahnung, wo wir kamen, wo wir sind, wo wir überhaupt hin müssen. Kann es sein, dass wir uns teleportiert haben? Also kann sein, dass. Nee, wir sind komplett. Hä? Links neben uns war ein Wald. Jetzt ist da gar nichts mehr. Es ist nur noch Wüste. Och Leute. Wollt ihr mich denn verarschen? War das doch unser Wald? Digga, wie kamen wir von da hinten nach hier? Wie? Ja, das ist unser Wald. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Wir waren da und wurden auch da teleportiert. Warum? Wie kann sowas passieren? Alter. Das geht ja mal gar nicht. Scheiß Gaul, Alter. Für so ein Pokémon-Spiel, ja? Fährt das Teleporter ein. Teleporter war sehr effektiv. Meine Güte. Man könnte es sich auch einfach machen, ne? Da die Waldfee, Alter. Also sowas hätte ich echt noch nicht gehabt, ne? Also gut, okay. Allgemein bin ich da mit Pferden noch nicht so viel rumgeritten.
Aber das war echt jetzt heftig. Also, so schön es mit den Pferden auch ist, wir lassen es halt wahrscheinlich am besten nicht einfach im Stall versauern. Weg damit. Wir waren am Rande der Wüste und wurden einfach in die Mitte der Wüste teleportiert. Das ist ja, also wie sowas passieren kann, ist mir gerade echt ein bisschen schleierhaft. Oder die Waldfee. Naja, zurück haben wir uns so zurechtgefunden. Aber es war gerade schon ein bisschen creepy. Und das ohne Creeper. Wohlgemerkt. Verrückt. Verrückte Welt. So, ja. Drei haben es nicht geschafft. Egal. Hauptsache, wir haben wieder schon viel Eisen. Also mit Eisen können wir mittlerweile echt eine ganze Menge machen. Ja, genau. Wir könnten uns zum Beispiel. Ach, nee, eine Eisenrüstung haben wir jetzt sogar schon. Wir hatten sogar schon mal ganz viel Eisen, kann das sein? Aber, na gut, also eben, das war, wir hatten 32 Eisen, hatten wir, glaube ich, gehabt. Aber ja. Leider kommen Diamanten. Schade, schade. So. Was? Warum bist du da so extra? Geh mal nach da. Klar, verschwende mal schön hier Platz. Gut, wir werden erstmal hier alles zusammenstuken. Das geht am allereinfachsten, indem ich mal kurz alles rausnehme. Und dann wieder rein tue. Beziehungsweise dich und dich lasse gleich mal draußen. Euch brauche ich da drinnen nicht. Bist du schon, dann finden wir dabei auch noch. Wunderbar. So. Und jetzt wieder alles zurückpacken. So, jetzt können wir davon ausgehen, dass nichts irgendwie doppelt gelegt ist. Achso, halt. Sehr schön. So. Dann würde ich mal sorgen. Unsere Müllhalde, kommst du rein und du rein. Weil gut, die weiße Pflanze hätten wir sie irgendwo einpflanzen können, aber ganz ehrlich, pff, drauf geschieselt. So. Okay. Wir könnten uns jetzt mittlerweile Kompass und. Ach nee, da braucht man ja einmal Western und außenrum liegt das ganze andere Zeug. Heißt also, wir brauchen das viermal. Und wir müssen unser Gold einschmelzen, damit wir mal Gold haben. So, kommst du mal her. Einer reicht erstmal aus. Das brauchen wir erstmal nicht. So, du kommst dahin, du kommst da drüber. Weil ganz ehrlich, so oft wie wir uns hier verlaufen, gerade mit den Pferden und so, ich brauche mir jetzt doch mal einen Kompass. Aber wenn wir einen Kompass haben, können wir vielleicht auch mal eine Uhr bauen. Was brauche ich jetzt genau noch? Mit zweimal Redstone. Sehr schön. Na komm, mach eine. Na los, das dauert ja hier schon wieder. Ist ja schlimm, ist das. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Perfekt. Sehr gut. So, und das Ding muss jetzt genau immer hier oben auf die Bergspitze zeigen, richtig? Ja gut, mit dem rotierenden Bild ist jetzt ein bisschen blöd abzulesen, aber. Genau zu unserem Spawnpoint müsste das zeigen.
sagt das hier so? Hallo? Ich glaube, wir sind jetzt genau auf dem. Ne, sind wir noch nicht. So müssen wir drauf sein. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja. Hier sind wir gespawnt. Und hier ist halt das Ding halt jetzt halt auch immerhin. So. So. Das heißt, wenn wir uns jetzt verlaufen, dank dem scheiß Gaul, oder dank dem Boot, wobei, bei dem Boot wurde ich noch nie irgendwohin teleportiert. Das war jetzt gerade mit dem Pferd das erste Mal. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Alter. Wir waren direkt neben dem Wald, ja. Wir waren direkt hier am Wald. Wir sind am Wald vorbeigelaufen. Das heißt, wir waren irgendwo. Oh. Da hinten, da kamen wir raus, ja. Da oder da. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir jetzt da rauskamen oder da rauskamen, aber irgendwo an so einem Fels kamen wir vorbei. Und da wurden wir einfach irgendwo da hinten hin teleportiert. Mit einmal. Bumm. Was ist los? Aber gegen sowas sind wir jetzt mittlerweile geschützt. Weil ab jetzt haben wir eine wunderschöne Uhr und einen wunderschönen Kompass. Gut, die Uhr werden wir nur gebrauchen, wenn wir außerhalb von Höhlen sind. Innerhalb von Höhlen meine ich doch. Weil wenn wir außerhalb sind, dann sehen wir ja die Sonne. Aber vor allen Dingen halt. So, außerdem darf ich die Dinger nicht aus. Ich werde die mal hier hinten hin machen. So und so. Beziehungsweise so und so, weil da kommen ja die Fackeln hin. Weil wir dürfen die nicht in der Hand haben, weil wenn wir die in der Hand haben, dann drehen die sich ja die ganze Zeit und das ist nur irreführend. Deswegen so, so haben wir die immer genau im Inventar. Jetzt sehen wir jetzt genau, okay, da ist Norden, da ist Süden, da ist Jorona Feldbusch und da ist DJ Bobo. Oder so ähnlich. Ja, okay. Gut, nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, ja. Soll das für diese Folge auch gewesen sein, damit für heute auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Easy. Vorher esse ich noch was. Ein bisschen Essen kann nicht schaden. Lalalalala. Nee, kommen wir nicht. Wir verzillen nur erstmal unser ganzes Rettenflash. Davon haben wir mittlerweile mehr als ein Stack müssen wir davon haben, oder? Haben wir nur die 28? Ah doch, genau, hier oben haben wir noch einen Stack von. Davon haben wir mittlerweile so scheiße viel, weil ich ja gehofft hatte mit den Zombies, ne? Aber naja. Das wird ja wohl ein Traum bleiben. Na gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns des Baldes wieder. Und bis. Oh, Alter. Oh, jetzt wächst das Zeug richtig schön. Verstehe ich nicht. Egal. Dann sehen wir uns die Tage wieder. Und genau. Wenn wir uns dann haben wieder gesehen tun dann. Dann geht's ab. Schmitz Katz und so. In dem Sinne, Schau V. Wow.